Hallo Leute, willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2. Wir haben das letzte Mal hier Schluss gemacht und zwar mit der Glühbirne im Maul. Ja. Und damit wollen wir auch voranschreiten. Zack. Da haben wir Feuer. Was unter Wasser eigentlich schwachsinnig ist, aber bei Kirby ist das, ja. Kann man es gebrauchen. So, und Level zu Ende. Gut, also braucht man den... Kommt noch eins! Ja, gut. Also ist der Regenbogensplitter in Level 3. Gut, das heißt für uns natürlich, wir nehmen uns Stein wieder mit. Ist ja klar. Dann sehen wir dieses Level eben zum dritten Mal. Ich dachte schon. So, mit dieser Glühbirne eigentlich können wir durch alles durchwämsen hier. Das ist eigentlich ein super Schutzschild. Eigentlich total lame, aber ja. Cool. Wir können sie auch feuern und wenn wir im richtigen Moment B drücken, können wir die Glühbirne auch zum Explodieren bringen. Ups. Stein. So, Stein, danke. Und jetzt passt auf, dieser Superfisch hier aus Stein. Sieht lächerlich aus, aber macht nichts. So, ab in Welt 3 unter Wasser. Blub, 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 blub. Aber für den Boss hätte ich dann schon gern eigentlich eine andere Fähigkeit. Ja, weil, was will ich mit... Ich kann doch nicht mit einem Stein kämpfen, das geht doch nicht. Geht wirklich nicht. So. Unter Wasser ist eigentlich viel gemütlicher. Und da entlang. Ja, vielleicht hole ich mir dann Feuer oder irgendwas. Diese Schlangen hier, die springen teilweise aus ihren Röhren. Wenn man ihnen die Möglichkeit dazu lässt. Was ist hier unten? Auf jeden Fall braucht man den... hier hoch! Auf jeden Fall braucht man den Fisch. Ja. Ein kleiner Stern. Lala. Da oben, bestimmt da. Jawohl, ich wusste, da ist die Geheimtür. Ha, das wusste ich noch. Perfekt. Wie gemein, man braucht eigentlich Elektro für die Glühbirne, aber gleichzeitig doch Stein, um den Splitter zu holen. Irgendwie gemein gelöst von den Entwicklern. Muss man sagen. Bitte hier hoch. Bitte hier hoch. Ja, die Steuerung mit dem Fisch ist irgendwie nicht so ganz meins. Weil der läuft nicht, der springt hier bloß dämlich rum. So, da passt. Ja, hier auf der rechten Seite wäre die Tür gewesen. Unsichtbar fürs normale Auge. Außer wie gesagt, man kennt das Spiel noch. Und hier drin ist bestimmt nur ein Stern, aber nehme ich doch gerne mit. Und ja, wir können jetzt auch die Augen offen halten für eine sinnvolle Fähigkeit. Wofür ich doch sehr dankbar wäre. Auch tot. Nein, Stein. Möchte ich nicht haben. Ist hier drin noch was? Ja, Stern. So. Hier sinnlose Strömungen, die uns eigentlich überhaupt nicht... Ja, wir können eigentlich gleich in Steinform bleiben. So passiert uns gar nichts. Ja, ich muss überhaupt nichts drücken, Leute. Es ist... Ja. Das Spiel spielt von alleine. Aber hier kommen wir nicht hoch. Es ist... Ich bin zu schwer. Ja, komm. So geht's schneller. So. Oh Mann, jetzt habe ich diesen blöden Stein und ich glaube, es kommt keine andere Fähigkeit mehr. Macht nichts. So. Ah, das geht mir alles zu langsam hier. So. Für was bin ich ein Fisch, damit ich schneller schwimmen kann? So. Und einen neuen Rekord versuchen, jetzt. Ja, Das war fast schon gut. Nehme ich in den Stein mit, verdammt. Ja, hier weiß ich jetzt gerade auswendig nicht mehr, was für ein Boss es ist. Ich bin selber gespannt. Ach so, den. Ja gut, das geht als Stein doch. Aber ich will es nicht als Stein versuchen. Hahaha. Man kann hier diese... Ja, das bringt mir überhaupt nichts, Kollege. Man kann hier seine Shiruken-Ninja-Sterne oder was auch immer das ist. Die kann man einsaugen und auf ihn schleudern. Oder auch diese komischen kleinen Viecher hier. Vorausgesetzt, man trifft. So, Ninja-Wurfsterne, zack. Und zack. Ja, noch ein, zweimal und die Sache ist gegessen.
Jetzt greift er wieder komisch an, glaube ich. Ja, wo ich beinahe nicht ausweichen kann. So, komm, gib mir was. So, und das war's für dich. Und wir tanzen quasi im Wasser. Ja. Ist mal was Neues, nicht wahr? So. Welt Nummer 3, auch zu Ende. Perfekt. Und der Fisch sieht auf dem Wurfstand sowas von dämlich aus. Oh, Eiswelt. Wer mag die Eiswelt schon? Sorry, Fisch. Ja, Eiswelten mögen doch eh nie gemocht. Mögen doch eh nie gemocht, ja, auch ein super Deutsch. Werden eh nie gemocht. Die sind gefährlich hier, man braucht sie groß anzusaugen und dann werden sie total aggro und verfolgen einen extrem lange. So, jetzt geht er kaputt. Nein, er verschwindet, okay. Aber passend für die Eiswelt brauchen wir die Fähigkeit. Na? Na? Nein, nicht Eis, nee. Sondern Feuer. Ist ja beinahe logisch. Naja, eigentlich nicht, aber ich meine, es ist so. Hep. Ist hier drin schon was? Ah, hier kriegen wir, ja, wir kriegen Rick. Wesentlich angenehmer auf dem Eis, denn ich glaube, er rutscht nicht. Nee, der rutscht nicht rum, das ist perfekt. Steh ab! Los, geht kaputt! Hep, hep, hep. Und eine Kanone, die da einfach sinnlos rumsteht. Hier wäre Eisfähigkeit, aber die sehen wir dann bestimmt noch später. Ich möchte jetzt gerne mal Feuer behalten. Haha! Feuer ist sehr effektiv gegen Eis. Ja. Ja. So, zack, und tot, und tot. Nein. Ich habe irgendwie den Sprung falsch eingeschätzt. Ja, es wäre hilfreich, wenn ich noch wüsste, in welchem Level die Regenbogensplitter... Oh, du bist fies. Die Regenbogensplitter versteckt sind. Und das ist ein Stein. Der sieht irgendwie süß aus. Höp. Einfach so ein Rechteck mit zwei Füßen und einem Gesicht. Na gut, Kirby ist auch nicht viel mehr als ein Kreis mit Füßen und Gesicht. So, Stein will ich nicht haben. Würde zwar cool aussehen mit Rick, aber nee. Rick würde sich in einen riesen Felsbrocken verwandeln, nachdem Kirby dann quasi balancieren könnte. Balancieren? Nee, das ist das falsche Wort. Ah, egal. Ihr werdet es bestimmt noch sehen. Denke ich mir. Hep. Hep. Oh, ihr könnt gar nichts. Aber irgendwie gefällt mir das Spiel umso mehr jetzt mit ein bisschen mehr Farbe. Weil ja, ich kenn's bloß vom Gameboy her. Schwarz-weiß. Stur. So macht das Ganze noch ein bisschen mehr Charme. Gefällt mir. So. Nummer 2. Hier plus minus ein Scrolling-Level, nein, eigentlich nicht, sondern bloß der dämliche Wind, ja, genau das habe ich befürchtet. Da Rick nicht fliegen kann und überhaupt nichts, ist das ein bisschen unschön. Mit Kirby ist das alles kein Problem mehr, weil wir fliegen einfach über den Abgrund hinweg und Problem gelöst. Ja. Und hier hinten gibt es die Eule, weil links, da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, nee. Geht gar nicht, sondern wir müssen erst hier entlang, so. Und da ist der Schirm, schade, ich dachte, da wäre so ein Feuerding. Schade. Komm her, mach schneller, wir haben noch keine Zeit, doch eigentlich schon. Und ich merke gerade, ja, Kirby kann hier noch nicht sliden. Schade. So, Schirm. Eule. Aber nicht vergessen, wir brauchen den Feuerball. So, und mit der Eule kommen wir auch ohne Probleme gegen den starken Wind an. Und jetzt verstehe ich auch, weshalb wir den Schirm bekommen haben. Komm, da, so. Noch ein Stern. Ja, und ich habe mittlerweile festgestellt, für was die gut sind. Wenn wir unten die Leiste voll haben mit Sternen, dann kriegen wir ein Leben dazu. Au. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir
an Mangel von Leben draufgehen werden. Definitiv nicht. So schwer ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Hier entlang. Ja, der Schirm ist doch ganz praktisch hier. Aber hier gibt es doch bestimmt irgendwo so ein Feuerdings. Ja, für hier nach unten bräuchte ich das. Verdammt, kriege ich das hier vielleicht? Ja, ich kriege es. Vielen Dank. Perfekt. Perfekt. Wow, das Spiel ist wirklich lieb zu mir. Bams. Oder ist das noch gar nicht hier? Naja, und selbst wenn, dann habe ich jetzt schon mal Feuer. Stirb! Stirb! Ach, dann stirbst du eben nicht. Leck mich doch. So. Aber man sieht hier schon mal wenigstens, welche Fähigkeit man braucht für diese Eisblöcke. Deswegen haben sie uns alle zur Möglichkeit gegeben da. Und jetzt! Naja, wieder nicht. Naja, immerhin leben. Okay, dann ist der Splitter bestimmt hier drin. Hoffe ich jetzt mal. Ich gehe oben lang. Au. Unten ist ja nichts mehr. Nee. Alles klar. So. Oh, der Eistypi. Du kannst gar nichts, Kollege. So, und tot bist du. Was kriege ich hier für ein Vieh? Rick wieder, bitte? Den Fisch. Na, meinetwegen. Hier. Wum, wum, wum. Ein feuerspeiender Fisch. Und der kann das sogar unter Wasser. Zwar irgendwie total unprofessionell, wie ihr seht, aber... Ey, lass mir mein Feuer. Der Fisch. Also nicht mein Fisch, sondern der andere Fischtyp da. Geh kaputt, danke. Ja, das ist jetzt auch dumm, dass ich da nicht hochkomme. Sogar sehr dumm, Moment. Trick 77. Verdammt. Verdammt. Ja, ich wollte eigentlich die Steine wegmachen und unter... Ja, für gar nichts. Steine wegmachen und dann gleich wieder die Fähigkeit einsaugen, aber das war wohl nichts. Macht nichts. Macht doch nichts. Zack. Ihr verschwindet. Ihr steht mir doch bloß im Weg. Ihr seid... Eure Existenz ist nicht mal von Bedeutung. So sieht's mal aus. Ich verstecke mich vor dir. Wir zeigen jetzt trotzdem nochmal Eis. Hier. Ich kann einfach ein Eisschild um mich machen. Wenn ich das zu lange tue, dann verwandelt sich der Fisch in ein Eisblock. Für ein paar Momente. Oh, 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 Feuer. Perfekt. Danke, Spiel. Das Spiel sagt mir, ich soll aufhören mit dem Eis rumzuspielen. Also tue ich das doch. Und erledige noch kurz den Typen hier. So. Bums. Hep. Ja. Schön. Ja, das war nichts. Komm ich hier? Ah, komm, scheiß auf den Fisch hier. Echt mal. Wo ist mein Feuerball? Wo ist er? Da ist er. So. Bin ich eh viel schneller unterwegs. So. Geht doch viel schneller hier. Nö, hier wäre noch meine gewesen. Ja, konnte ich nicht mehr wissen. Tut mir leid. Und Sprung. Oh, wieder nicht. Also ist das Ding im letzten Level versteckt. Was sagt die Zeit? Ach komm, für heute mache ich Schluss. Ja, was sich hier in Level 4 befindet und wie wir an den Regenbogensplitter herankommen, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut und tschüss.